Willkommen zurück zu Crash Bandicoot 3. Ja, und wir wollten ja hier nochmal... Wir werden aber, bevor wir das Relikt holen, für das, wo wir gerade den Stein geholt haben, im letzten Part, werde ich hier erstmal mich hier bei dem Rennen versuchen. Wäre natürlich schön, wenn ich hier alle Kisten holen könnte. Ja, und hier haben wir jetzt auch hier so eine... Ah, das ist knapp. Ach, scheiße. Ja gut, mal sehen. Vielleicht klappt es ja noch mit dem ersten Platz. Versuchen wir den mal. So. Nee, das Schild machen wir... Müssen wir später nochmal. Ich will erstmal hier. Das war nämlich gar nicht so einfach, hier den ersten Platz zu erreichen. Naja, schubst mich noch, du Penner. Aber die Strecke ging zumindest. Und ich glaube, mit den Kisten werde ich dann wieder so machen, wie ich das damals gemacht habe. Dass ich warte, bis die... Ja. Irgendwie steuert der sich hier... Ja, irgendwie driftet er manchmal nach. Ich weiß nicht, ob es an Controller liegt. Oh, die Kurve hier, wie ich die hasse. Aber ich glaube, da gab es noch ein Rennen. Ja, dich haben wir. Ja, dass ich die Autos dann vorausfahren lasse. Ach, das ist auch immer so ein Mist hier. Ah, und da vorne ist schon das Ziel. Aber wir werden es nicht schaffen. Nein, nein, nein. Oh. Ja, das ist, weil ich zum Anfang die Kisten eigentlich machen wollte. Und das schafft man hier in einen Rutsch nicht, ne? Machen wir leider mal. Gut. Dann holen wir uns jetzt erstmal den Hauptstein, würde ich sagen. Ja, und der Stick war auch schon wieder... War auch schon wieder drinne, reingedrückt. So, schön. Könntest ja mit den Kisten versuchen. Aber ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen. Ja, die haben wir noch gekriegt. Wunderbar. So, schön am Rand. Schön am Rand. Die haben wir auch gekriegt. Ah, oder mache ich doch erstmal die Kisten hier. Ja, vielleicht packen wir doch beides jetzt. Bin mir nicht sicher, aber... Ach, so eine Sau. Das war so klar, aber dann können wir hier wenigstens die Kisten holen. Die sind nämlich auch nicht leicht zu holen. Okay, dann machen wir jetzt die Kisten doch erst. Da brauchen wir nämlich nur hier rumfahren, damit wir keine Beschleunigung kriegen. Wie viel haben wir denn schon? 18. 7 Stück fehlen noch. Ja, fahr da vorbei, du Idiot. So, hier fahren wir auch so. Gib mal kein Gas jetzt. Und da wartet die nächste Kiste. Naja, das könnte etwas. Obwohl, geht noch. Ah ja, da nehme ich kein Beschleunigungsding. Da nehme ich lieber diesen hier. Oh, wie viel noch? Eine noch. Eine Kiste noch. Kein Beschleunigung. Da hinten ist die Kiste. So, die hätten wir schon mal. Scheiß auf die Platzierung. Ja, wir sind letzter, aber den Stein kriegt man Gott sei Dank hier auch gleich so. Ich glaube, auf der PlayStation 1 war das so, wenn man den nicht eingesammelt hat, dann hat man den einfach nicht gekriegt.
Bin mir jetzt nicht... Ich glaube, das war da so. Falls ich mich irre, schreib's mir bitte in den Comments. So, immer eins nach anderen, ne? Muss ja nicht immer alles auf einmal sein. So, jetzt haben wir den schon mal. So, jetzt heißt es der Kristall. Ja, jetzt brauchen wir nicht auf die Kisten achten. Ich weiß nicht, ob man das verbinden könnte mit dem Zeitdings, ich glaube aber eher nicht. So, jetzt waren wir hier nur. Kisten sind mir jetzt egal. Ah, Schnuppe. Hätte ich auch vorbeifahren können eigentlich. Ach Mann. So. Boah, jetzt ist er aber rüber geschwankt. Oh, scharfe Kurve. Immer noch auf dem sechsten Platz, ey. Das gefällt mir gar nicht. Ja, hier müssen wir. Und jetzt juckt meine Nase auch noch. Ich fasse es nicht. Bitte nicht. Nein. Ah, schnell lucken. Lucken, ja. Vor allen Dingen lucken. So. Ah, das ist doch eine Sau. Ist das. Ne, können wir gleich nochmal neu machen. Wartet mal. Da müsste, glaube ich, jetzt Neustart... Nee? Kein Neustart? Hm. Ist ja blöd. Warum standen bei den anderen immer Neustart? Ja. Aber die haben hier auch Kurven eingebaut. Das ist echt zum Verrücktwerden. Na gut, dann müssen wir das mal zu Ende fahren. Hilft ja nichts. Hier können wir noch ein bisschen rausholen. Aber nein, voll in den Acker, Junge. Ja, hier, den kann man gut ausnutzen. Ah, nee, 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 nee. Boah. Naja, die Platzierung ist jetzt natürlich für den Arsch, klar. Aber wenn ich nicht anders das Level neu starten kann, dann halt so. Ah, dass der Stick auch immer drinnen bleibt. Ich tue immer aus Versehen beim Lenken dann... ach, neunter Platz. Okay. Neun sind das. Okay, bei dem einen müssen wir jetzt nicht mehr. So. Also hier meine ich. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt drüber springen. Aber der, ja, der macht da. Gleich haben wir den nächsten. So, da müssen wir rüberspringen. In den Abgrund. So, mein Freund, geh weg. Hier können wir noch was machen. Vorsicht, Vorsicht. Scharfe Kurven. Ah, oh, das sieht wieder eng aus. Glaube ich. Fahr doch mal rüber. Ja. Nein. Verdammt. Ist aber auch zum... Boah, das Rennen, ey, wie übel das ist. Ja, jetzt schubst du mich noch hier rein, du Alter, dann sag ich dir doch. Oh, da vorne ist der Erste.
Ah, wir schaffen es nicht, nein. Aber es sah schon mal gut aus. Oh, verdamme ich nochmal. Ja, das war hier nicht einfach. Aber das muss man sogar hier, ne, schaffen. Das kommt man ja nicht weiter. So, die können wir ruhig mitnehmen. So, schön am Rand. So, lass den ruhig springen da. Von mir aus. Oh, jetzt sind wir noch besser vorbeigekommen. Aber es macht halt Spaß wie Sau, ne? Ist egal, wie schwer das ist. Das ist es ja. Und ich habe das damals so geliebt. Stunden verbracht hier mit diesem Motorradrennen. Da gibt es übrigens auch nochmal ein zusätzliches Level. Ich glaube, da ist dann aber alles dunkel. So. Ja, klappt ja ganz gut momentan. So. Ja, hier müssen wir einfach aufpassen, weil hier so eine scheiß enge Kurve ist. So, jetzt haben wir nur noch den ersten da vorne. Wäre doch gelacht, wenn wir das jetzt nicht schaffen würden. Komm, hier ist die beste ideale Stelle. Nein, ist es doch nicht. Aber hier. Ah, verdammt. Die mit ihr geschubse immer. Ja. Moment. Jetzt kriegen wir ihn aber. Jawohl. Oh, was für eine Qual. Ja, da gibt es noch ein Motorrad drin. Wo dann Nacht ist und so ein UFOs immer so kommen und so. Aber auch geil. So, spuck aus das Ding. So, jetzt müssen wir nochmal rein. Können wir mal gucken, welche Zeit hier verlangt wird. 1:31. Naja, bin gespannt. Du bist ja schon in so manche Party geplatzt. Aber ich hätte nie gedacht, dass du es so weit bringst. Wenn du nicht umkehrst. Ich werde dich und das gesamte Universum 1000 Jahre leiden lassen. Ja. Ich hab da mal hingeguckt bei der Maske, wenn die geredet hat, im Mund drinne, da war jetzt gleich Holz gewesen. Naja, klar, ist ja nur eine Maske. Ah, nee, warte mal. Ich wollte doch... Moment, ich wollte doch das Relikt holen. Ah, verdammt. Und fahr auch noch knallhart an der Uhr vorbei. Das sollte nicht sein. So. Und dann müssen wir ja nochmal rein. Aber ich glaube, das schaffen wir dann erst im nächsten Part. Hier bei dem extra Level mit Coco. So. Jetzt aber richtig. Schade, dass man dann hier nicht einfach einen Neustart machen kann. Verstehe ich nicht. So, die Kiste möchte ich auch. Ja, die jetzt auch. Immerhin 2 Sekunden. Und die da auch. Hey, du Sau! So ein Penner! Mit 2 Sekunden schuldet mir da eine Affe. Wer verrückt hier? So. Ja, man kann eigentlich normalerweise dauerhaft auf Dings bleiben. Alter, das ist doch wohl. Ne, das können wir schon wieder. Ach, hier ist jetzt Neustart. Aha.
Super. Also beim Zeitding geht das. Und vielleicht kriegen wir jetzt auch die anderen. Jetzt eiert der schon wieder so rum. Ja, Stick war schon wieder drin. Vielleicht sollte ich mir doch mal einen neuen Controller kaufen. Der hat auch schon etliche Jahre auf dem Puckel. Ah, jetzt haben wir die nicht gekriegt, weil sie zu langsam waren. Dafür will ich die jetzt haben. Der schubst wieder. Das Schwein. Ja, das Zeitrennen kann man natürlich auch so machen. Da wartet man einfach, bis die Autos richtig weit weg sind. Und dann ist gut. Aber ich versuche es jetzt mal so. So muss es ja auch gehen. Ja, jetzt wäre ja fast gegen Bullenwagen hier. Was? Ey, was macht die vom Acker hier? Wehe, du schubst mich nochmal. Ja, die haben wir, glaube ich, gekriegt alle. Ja, der Beschleunigungsdings war jetzt nicht so gut. Wegen der Kurve hier, die so ätzend ist. Oh. Verdammt! Ja, auch wieder 2 Sekunden, die wir flöten gegangen sind. Ich hab's gewusst. So ein Assi. Ja, danke. So, ich glaube, wir schaffen nur das normale Relikt. Oder nicht mal das normale. Ich glaube, es hat nicht mal für das normale gereicht. Nee, hat's nicht. Ja, dann ist mir doch egal. Können wir hier mal... Ich hätte lieber einen Neustart. Ja, Neustart, danke. Ja, das könnte eine Weile dauern. Keine Ahnung, ob der Part ausreichend ist hier. Ja, das ist halt auch, weil die immer so schubsen, drängeln, ne? Finde ich unmöglich. So, ich will jetzt aber hier auch diese hier haben. So, dann mache ich jetzt hier mal kurz. Und hier. Ja. Und hier. Ach, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Vielleicht sollte ich doch warten, bis die Autos weg sind, ein Stück. Ich stell einfach auf den Sack, die blöden Penner. Ja. Ja, fahr auf mich rauf, du Knüppel. Gehen Sie doch mal kacken hier. Ich will keiner haben. So, die sind wichtig hier. Ja, na gut. Ja, die Kurve ist nun mal barbarisch. Aber alter Schwede. Weiß ich nicht, wie man die noch schneller kriegen soll. Ja, danke schön, Herr Polizist. Ja, wieso habe ich die dann jetzt nicht gekriegt? Oh, das wird doch wieder nichts. Das ahne ich doch schon. Nee, das wird wieder nichts, Leute. Ja, das normale Relikt vielleicht. Aber das will ich ja nicht haben. Ich will das Gold haben. Aber wir können gleich mal gucken, was hier benötigt wird für Gold. Man weiß auch nicht so richtig, wo man hier noch so was gut machen könnte, ne? Ja gut, man könnte jetzt echt warten, bis die Autos wirklich richtig weit weg sind. Weil es geht ja hier nicht um den ersten Platz, ne? Es geht ja einfach nur um Zeitrennen. Ich guck gleich mal, was für Gold benötigt wird.
Ja, da machen wir auf jeden Fall ein Rennen noch. Sind zwar jetzt schon bei 20 Minuten wieder, aber... So, was? 1:26:70, ja, das müsste doch zu schaffen sein. Wir lassen die jetzt mal fahren. Wir warten mal ein bisschen. Na, fahrt mal. Tschüss. Und dann müsst ihr wirklich eine ganze Weile warten, sonst holen wir die wieder übel schnell ein. Weil die hinten, die letzten, die fahren ziemlich langsam. So haben wir nämlich unsere Ruhe vor denen, dass die uns nicht rumschubsen und so. So, ich würde sagen... Jetzt. Jetzt würde ich sagen... Probieren wir mal unser Glück. Kein Geschubse, nur wir und die Zeitkisten. So, hier ein bisschen runter vom Gas. Wieder Vollgas geben. Jawohl. Und jetzt kriege ich auch die Kiste hier. Die ich vorher immer, ne? Die ich gekriegt habe. Ach ja, und dann gibt es noch ein... Gibt's noch eins, wo die Polizei immer die Autos so hin und her fahren. Wieso eiert denn der Stick schon wieder so rum? So, da ist noch eine Kiste unter Begierde. Gib sie her. Ja, und bei der Einkurve, da muss man einfach abbremsen. Das geht gar nicht anders. Ah, da ist schon das Auto. Das nächste. Aber wir haben zumindest schon mal... So, ui, nicht runterfallen. Na, hier muss man einfach vom Gas gehen, sonst packt man das nicht. So, da haben wir noch ein Sekündchen. Ah, da können wir auch außen rumfahren, stimmt. Der wollte jetzt einfach nicht lenken. Jetzt kriegen wir auch die. Ah, ja, nicht. Jetzt die sind wichtig. So, und jetzt können wir hier auch schön. Nein, die Sekunde nehme ich noch mit. Hier kurz abbremsen. Ah, das wird aber wieder nichts mit Gold, glaube ich. Nee. Ist zu langsam einfach. Ach doch, Gold. Wie viel war noch mal Gold? Oh, ich dachte jetzt, weil er hier auch so einen Betrübten gemacht hat, ne? Also hier Crash. Okay, hat es doch für Gold gereicht. Ja, da haben wir ja das geschafft, was ich in diesem Part schaffen wollte. Und im nächsten Part, da holen wir uns dann das Relikt. Ich hoffe mal, ich schaffe das. Weil ich habe das eben noch nicht probiert. Also hier mit Coco. Weil ich ja den Trick benutzt hatte, ne? Und da habe ich ja von Hause aus Platin gekriegt. Ja, wenn ich es nicht schaffen sollte, dann kann ich ja dann offscreen den Trick einfach machen, so lange bis ich den mal geschafft habe. Das wäre jetzt auch kein Problem, sozusagen, ne? Okay, dann sage ich mal an der Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Crash Bandicoot 3. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.